Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Fuki Plays und heute zeige ich euch, wie ich 20 Null geholt habe, was ich in meinem Spiel besonders oft benutze, was ich versuche zu vermeiden, um eben alle Spiele zu gewinnen. Ich hoffe, ich kann euch dabei helfen. Lasst jetzt schon mal ein Like da, ein Abo da, dann verpasst ihr hier nichts mehr. Und ich hoffe, nach diesem Video könnt ihr auch entspannter und erfolgreicher durch die Weekend League gehen. Falls du meine Rewards verpasst hast, checkt gerne das Video von gestern nochmal ab. Wie ihr wisst, ich bin gestern, also Freitag, um 9 Uhr morgens direkt in die Weekend League rein und bin vor 12 Uhr schon fertig gewesen und habe 20-0 geholt. Ich werde jetzt ein bisschen so durch die Spiele gehen und euch ein paar Sachen sagen und zeigen, die ich selber benutze und die ich euch auch empfehlen würde. So, das ist hier direkt mein allererstes Spiel, meine Freunde. Und ihr seht auch schon direkt dabei gewinnen. Und ihr seht eigentlich ganz simpel, Druckpass nach vorne, aufgedreht, Übersteiger durch, 1-0, geht ganz schnell. Und ihr werdet jetzt schon mal eine Sache merken, ich laber ein bisschen, während ihr im Hintergrund schaut. Es ist wirklich sehr schnell, wie ich nach vorne spiele. Das ist in der Weekend League meistens einfach nur Übersteiger und Druckpässe und Abschlüsse, Abschlüsse, Abschlüsse. Ihr werdet das jetzt hier im Hintergrund öfter sehen. Und in der Abwehr ist es eigentlich auch ganz simpel. Ich laufe immer direkt schon auf den Gegner drauf und versuche den Ball zu erobern. Wenn ich den Ball dann habe, direkt in die Spitzen spielen, Druckpässe spielen, nach außen ziehen, nach innen laufen und ihr seht, der Ball läuft super. Und dann gibt es Abschlüsse wie am Fließband, die ganze Zeit eigentlich. Wichtig ist, Chat, dass ihr einfach versucht, wirklich immer Druckpässe zu spielen. Ja, bei euch sind die Druckpässe mit dem R1X und defensiv. Ihr merkt, ich habe hier überhaupt keine Angst, ich greife den Gegner einfach immer sofort an. Das müsst ihr nicht immer unbedingt machen, aber wichtig ist, dass ihr auch ein bisschen dem Gegner zeigt, okay, ihr habt keine Angst, ihr seht, hier sehr viel Glück auch in dieser Situation dabei. Und dann glaube ich, ist das Spiel auch schon nach 8 Minuten entschieden, Chat. Das ist meine erste Partie. Hier war das Prinzip einfach nur Übersteiger und Druckpässe. Mehr war das nicht. Machen weiter mit Spiel Nummer 2. In Spiel Nummer 2 haben wir direkt mal eine Situation, wo wir das Problem haben, dass der Gegner durch ist. Und in so Situationen, Chat, was ich sehr, sehr häufig mache, ist den rechten Stick reindrücken und den Torwart bewegen. Und ich bewege ihn hier an dieser Stelle etwas in die lange Ecke. Weil meistens zu 90% schießen die Gegner sowieso immer in die lange Ecke. In so Spots provisorisch schon mal 1-2 Meter in die lange Ecke gemacht und dadurch hält mein Torwart den Ball. So, hier haben wir jetzt mal eine Kontergelegenheit. Ich laufe mit Henri durch, versuche den Ball auf Mbappé zu spielen, funktioniert nicht und spiele dann direkt mit Yaya Touré einen L1-Dreieckball hinter dir ab. Ihr könnt ihr auch probieren, vor allem wenn ihr merkt, okay, einer eurer Spieler läuft. Ihr könnt ihr auch eure Spieler mit L1 schicken, wenn der Gegner ungeordnet ist. Dann einfach mit L1-Dreieck über die Abwehr spielen. Und wenn ihr an so Spots seid, immer darauf achten, dass ihr ja den Ball habt. Das heißt, ihr könnt den Gegner ganz einfach verarschen. Hier ist es bei mir so, dass ich so tue, als würde ich einen Pass spielen, mache eine Ballrolle nach innen, bleibe aber außen. Und dann gehe ich einfach selber und schließe ab. Der Ball geht zwar nicht rein, aber da in so Situationen, Chat, habt ihr meistens das Oberwasser. Heißt, nutzt die Sache, verarscht den Gegner, macht irgendwie eine Bewegung in eine Richtung, dass er denkt, dass er da hingeht. So eine kleine Art Körpertäuschung. Und dann macht er das einfach das andere. In dem Moment hier mit grün getimt, lange Ecke nicht drin, aber hätte funktionieren können. Dann direkt wieder der Ballgewinn. Druckpass, was ich euch immer predige. Druckpass, Übersteiger. Übersteiger, Abschluss und da ist das 1-0. Ihr seht, es ist eigentlich nichts anderes als Übersteiger, Druckpässe und Schüsse. Damit ist der Gegner auch gequittet und wir gehen ins dritte Spiel. Und auch hier wieder eine Offensivaktion. Druckpass nach außen, Druckpass nach innen, Übersteiger, lange Ecke, Tor. Leute, das sieht sehr, sehr einfach aus. Es ist auch einfach. Ich sage immer wieder, FIFA ist sehr, sehr einfach. Das Einzige, was ihr können müsst, sind eigentlich die Übersteiger, dass ihr die wirklich schnell, zügig und sehr sauber ausführen könnt. Und eben, dass ihr die Räume seht, dass ihr die Druckpässe spielt, dass ihr nicht irgendwelche anderen Sachen macht. Wirklich, haltet euch an diesen Regeln. Druckpässe, Übersteiger, Abschluss. Mehr ist das hier nicht. Ihr seht es. 3 Games, drittes Spiel, wir gehen wieder in Führung. Jetzt sehen wir hier eine Situation. Ich bin wieder auf außen durch, spiele den Ball einmal mit einem Druckpass ins Zentrum, mit dem Druckpass wieder rein, dreh mich auf, Übersteiger, Abschluss, Tor. Wirklich, der Übersteiger funktioniert manchmal auch einfach in den Gegner rein, indem man einfach in den Gegner reindreht. In so Situationen kann man das Risiko mal wagen, wenn man mit dem Stürmer einfach im Strafraum schon steht, sich aufzudrehen, Übersteiger zu machen, weil wenn es klappt, dann ist der Ball 100 pro drin. So, Spiel Nummer 4, Ecken. Ich habe das schon letztens im Video gesagt, die Ecken immer gut nutzen. Hier einfach mit R1 Dribbling reingegangen, Chat, ganz wichtig. Und da ist der Ball auch drin. Nach Ecken könnt ihr das sehr häufig machen. Spielt den Ball hier an den Strafraumrand und dann versucht ihr entweder mit Übersteigern oder mit R1 einfach in den Strafraum reinzugehen. Die meisten Gegner kommen damit überhaupt nicht klar. Wieder eine typische Situation von außen nach innen. Henri, Proteas, Druckpass nach vorne, aufgedreht, Übersteiger, bisschen Glück, Abschluss, Tor. Hier wieder von außen nach innen.
Dann wieder der Ball rein ins Zentrum, aufgedreht, Schuss ins Aus, hätte auch wieder reingehen können. Und auch der Gegner quittet nach der Aktion und somit stehen wir 4-0. So, hier verliere ich jetzt mal den Ball. Der Gegner spielt aber sehr, sehr unsauber raus. Ich mache direkt schon mit dem ZM das Zentrum zu, kann dann ganz simpel durchspielen. Und Freunde, ihr seht, wie ich es auch im Video gesagt habe, einfach immer in die lange Ecke. So, hier auch wieder, ich habe ein bisschen Raum, Ballrolle, Druckpass in die Mitte, Dreieckspass auf Thierry Henry und an der Stelle hier habe ich eben mal selber nicht meine eigene Regel befolgt mit dem lange Ecke schießen, aber das irgendwie noch geregelt bekommen, den Ball in die Mitte zu bringen. So, ihr werdet jetzt meinen allerersten Gegentreffer, glaube ich, sehen. Es ist, ja, sehr, sehr, ich habe ein bisschen übertrieben mit der Innenverteidigung. Es ist das, was ich euch immer gesagt habe, das sogenannte Schogettenprinzip, dass man eben die Räume nicht aufmacht. Das habe ich in der Situation, habe ich viel zu früh schon Militär angewählt, anstatt Yaya Touré, der wäre richtig gewesen, um den Raum zu schließen. Ich wähle aber schon den Innenverteidiger an, damit ist er durch und dann macht er das auch sehr sauber und damit kassiere ich auch mal ein Tor, Freunde. Wenn ich mich an meine eigenen Regeln nicht halte, dann funktioniert auch bei mir das Spiel nicht. So, hier seht ihr jetzt wieder eine Situation, er verliert wieder den Ball in seinem eigenen Strafraum fast. Wir drehen auf, Übersteiger, legen rüber, Abschluss, Tor. So, hier Ballgewinn im Zentrum mit Hakimi, zack, Ball wird auf Vinicius gespielt, Übersteiger nach außen in freie Räume, was ich gesagt habe, Druckpass. Einmal nach oben, Abschluss, Tor. Wieder Ballgewinn im Zentrum. Er spielt einen dummen Fehlpass und das ist genau das, was ihr nicht machen dürft. Diese dummen Fehlpässe im Mittelfeld, da die wirklich vermeiden, vor allem Bälle aus der Drehung vermeiden. Und dann seht ihr hier, ich drehe sofort auf mit Mbappé, Übersteiger, laufe durch, hacke zur Ballrolle und dann sind wir da drin. Wenn ihr diese Skills, Freunde, dazu habe ich nochmal ein separates Video auf dem Kanal hier, könnt ihr gerne alle anschauen. Alle wichtigen Skills habe ich da gezeigt. Übersteiger, hacke zur Ballrolle, alles, was ich selber sehr viel benutze und nützlich finde. So, dann kassiere ich jetzt gleich auch wieder einen Treffer, weil mein Übersteiger nicht in den freien Raum, sondern in den Gegner reingemacht wurde. Dann ziehe ich hier meinen Außenverteidiger raus. Dementsprechend habe ich hinten schwierig, das Ganze zu verteidigen. Ball kommt einfach in die Mitte, Abschluss, Tor. Ich sag ja, wenn ich meine eigenen Regeln nicht befolge, kassiere ich natürlich auch Tore. So, kurzes Fazit jetzt schon mal von den ersten paar Spielen, die ich gemacht habe. Überwiegend das Spielstil nach vorne ist eigentlich Druckpässe, Übersteiger und Abschüsse in die lange Ecke. Ich werde jetzt mal ein bisschen nach vorne skippen, weil vielleicht viele von euch denken, die ersten Gegner sind halt auch einfach vielleicht zu schlecht. Ihr seht jetzt oben die Bilanz, es steht 11-0, das ist mein 12. Spiel. Mal schauen, was hier die Formel ist zum Sieg. So, ich gewinne den Ball in meinem eigenen Strafraum, Puteas, Druckpass nach vorne, Mbappé, ich drehe mich auf, Übersteiger, genau dasselbe Prinzip. Abschluss, der Ball ist nicht drin. Hätte ich viel besser machen können mit einer Ballrolle oder so. Aber ihr seht im Prinzip wieder Druckpass, Übersteiger. So, jetzt haben wir hier wieder einen sehr frühen Ballgewinn. Übersteiger, Abschluss, lange Ecke, wieder Tor. Jet, ihr merkt, es ist immer und immer das Gleiche. Wie so eine gewisse Formel. Und wenn man der Formel folgt, dann wird man immer am Ende auf das gleiche Ergebnis kommen. Und zwar dem Sieg. Und wenn man es nicht macht, dann hat man Probleme. Vinicius, Druckpass in die Mitte von Yaya wieder. Hacke zur Ballrolle am Torwart vorbei. 2-0. Und auch da hat der Gegner keinen Bock mehr. So, Ballgewinn wieder im Mittelfeld. Der Gegner steht eigentlich sehr, sehr gut. Wir verlieren direkt wieder den Ball. Er spielt den Ball aber hinten sehr, 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 sehr unsauber raus. Abschluss. Glück gehabt, dass der Ball wieder zurückspringt. Aber das ist es eben auch für euch, Freunde. Wenn ihr da hinten so Fehler habt, spielt die Bälle sicher raus. Macht da wirklich keine hektischen Pässe oder so. Oder versucht nicht zu schnell zu sein. Seid geduldig, dann verliert ihr keine Bälle. Weil wenn ihr die da hinten verliert, dann werdet ihr auch postwendend immer Tore kassieren. Hier an dieser Stelle verteidige ich sehr schlecht, wie ihr gerade im Hintergrund gesehen habt. Und kassiere damit das 1-1. Was habe ich hier jetzt schlecht gemacht? Können wir uns ja mal kurz auch wieder anschauen. So, Außenverteidiger wurde mal wieder rausgezogen. Ähnlich wie bei dem Treffer vorhin. So, Innenverteidiger ist jetzt nicht auf der Position. Der Innenverteidiger ist auch nicht auf der Position. Plötzlich ist alles frei. Abschluss, Tor. Und ihr seht, bei meinen Gegentoren ist das größte Problem bisher der Außenverteidiger, der rausgezogen wird. Das passiert dieses Jahr erstens sehr schnell. Und zweitens ist es fast immer ein Gegentor, wenn der Außenspieler überspielt wurde. Deswegen achtet darauf, dass ihr wirklich den Außenverteidiger auf der Position behaltet. Bei mir fallen die Tore natürlich auch häufiger über Außen. Der Gegner hat jetzt seinen Außenverteidiger nicht hier. Wir laufen mit R1-Dribbling in den Strafraum rein. Nehmt mit Mbappé den Ball einfach nach innen, lange Ecke, Abschlusstor, ganz simpel. Wenn man so viel Raum hat auf Außen, dann immer nutzen. So, nach diesem Tor quittet der Gegner auch, das ist ein ganz simpler Ball, wieder Hacke zur Ballrolle an Torwart vorbei. Wenn er rauskommt, Freunde, Hacke zur Ballrolle machen, dann seid ihr vorbei. Aber für die Skills, wie gesagt, checkt das Video ab. So, im Grunde genommen seht ihr nach vorne, wie eine Art Formel, wieder über Außen mit Vinicius. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich eine Ballrolle, genau, dann kommt wahrscheinlich gleich ein Druckpass in die Mitte. Ne, diesmal laufe ich einfach mal alleine durch.
legt den Ball danach in die Mitte, Abschluss, Tor. Und ihr seht, wieder die Formel über außen. Und das war dort auch einfach nur mit dem linken Stick gedribbelt, ohne R1-Dribbling. So, ich spoiler schon mal, ich kassiere jetzt ein Gegentor, schauen wir uns mal an, warum. Zentrum ist sehr aufgemacht worden, ich will wieder zu früh den Innenverteidiger an, anstatt mitzugehen, bewegt den Torwart in die lange Ecke, er schießt in die kurze. Damit steht es 2-1 und das geht sehr, sehr schnell. Und auch da wieder, die Spieler sind leider nicht in der Position gehalten worden und deshalb kassiert man den Treffer. So, ich habe jetzt hier im Zentrum den Ball mit Proteas, wieder ein Druckpass nach vorne auf Mbappé, wieder Übersteiger und dann laufen wir einfach mal ganz locker flockig über außen durch. Hacke zur Ballrolle, ich wusste, er wird in die lange Ecke moven, das ist dann jetzt eine Sache, die ein bisschen instinktiv war. Aber ansonsten wieder im Grundbaustein, Druckpass, Übersteiger. Jetzt kommen wir vielleicht zum interessantesten Spiel der Weekend League. Es ist jetzt die 8. Minute, ihr seht wieder, ich gehe mit R1-Dribbling nach einer Ecke in den Strafraum, schieße in die lange Ecke, ich gehe 2-0 in Führung und das Spiel wird aber noch knapp. So, ich kassiere jetzt hier in dieser Situation das 2-1. Er hat im Zentrum den Ball, spielt den Ball schön nach außen. Ich mache die Mitte viel zu sehr auf. Ich zeige euch mal, was hier explizit das Problem war. Dann könnt ihr mir auch ein bisschen besser folgen wahrscheinlich. Er nimmt jetzt hier den Ball an und anstatt, dass ich mit Dembélé oder Yaya Touré das Zentrum zumache, was natürlich wichtiger ist, mache ich die Außen zu. Keine Ahnung warum. Schlecht von mir gemacht. Ich halte mich nicht an meine eigenen Regeln. Und dann ist die Mitte hier komplett auf, weil wenn ihr dieses Jahr die Spieler dann nicht anwählt in der Mitte, dann seht ihr, die helfen nicht mit. Egal, ob das Yaya Touré ist oder sonst was, der macht nicht mit und dann ist alles offen in der Mitte. Abschluss, Tor. So, ihr seht, nach so einer Ecke komme ich jetzt sogar noch in Rückstand. Man muss aber sagen, Eckenverteidigen ist dieses Jahr wahrscheinlich nicht mal zu 100% möglich. Man kann immer versuchen, gewisse Spots zuzumachen, aber es gibt so viele Möglichkeiten und Alternativen. Sehr schwierig. Ich liege jetzt 3-2 hinten nach einer 2-0-Führung, aber ihr seht, ich gehe direkt wieder mit dem Übersteiger in den Spot. Ballrolle, na, da habe ich ein bisschen den Abschluss verkackt, aber ihr seht, auch wieder Übersteiger und dann haben wir wieder fast eine erfolgreiche Situation gehabt. So, hier fehlt jetzt das 3-3, Druckpass in die Mitte, nochmal einen weitergelegt mit Mbappé in die lange Ecke und der ist drin. Und auch hier wieder, wir sind jetzt über außen durch, Ballrolle, Druckpass in die Mitte. Ja, der Elastico war nicht gewollt, dann legen wir ein, zwei Bälle weiter und der Ball ist drin. Hier muss man auf jeden Fall mal insgesamt allgemein sagen, der Grund, warum da eben diese Lücken sind, ist, weil ich sehr viel dort über außen mache mit Vinicius oder mit Dembélé. Spieler machen einen Ballrolle nach innen, spielen einen Druckpass rein, dadurch bekommt das Spiel nochmal mehr Tempo und meinem Spieler, und wenn ihr meine Taktik benutzt, wird das auch bei euch so sein, die rücken halt immer alle sehr gut nach und dann habt ihr meistens die Möglichkeit, einfach den Ball mit ein, zwei ganz simplen Pässen in der Mitte zu einem sehr guten Abschluss zu kommen und deswegen nutzt das Ganze auch. So, hier tanze ich jetzt ein bisschen mal mit Baggio im Strafraum und das ist auch wirklich ohne R1-Dribbling oder so gewesen. Einfach nur mit dem linken Stick, legt den Ball rüber und damit schießen wir das 5-3 und damit ist eigentlich das Spiel gefühlt auch schon wieder durch. Denkste, aber dieses Jahr fallen sehr schnell Gegentreffer. Ihr seht hier 5-4, einfach mal abgezogen von Tevez. Was haben wir da für ein Problem gehabt? Gucken wir nochmal ein bisschen weiter von hinten. Ich ziehe den Innenverteidiger raus, bekomme den Ball nicht. Das ist natürlich fatal. Dann entsteht ein Rebound mit dem anderen Innenverteidiger. Also ich tackle ihn, der Ball bleibt aber trotzdem bei ihm. Abschluss, Tor. Auch da wieder die Ordnung nicht gehalten. So, schlussendlich gewinne ich das Spiel, weil ich in der 74. dann das Ding beende, indem ich hier rüberlege auf Baggio. Der Gegner hat sich schon sehr früh aufgemacht und ja, damit gewinnen wir auch unser 15. Spiel. Spiel Nummer 17, wieder Übersteiger Kylian Mbappé. Laufe einfach durch. Natürlich ist wichtig, dass ihr mit Spielern, mit denen ihr Übersteiger macht, vor allem gute Pace-Werte habt, gute Playstyles habt auch dafür, vielleicht Raserei oder sonst was, dann seid ihr natürlich noch besser unterwegs. Wenn ihr den Übersteiger gut setzt, wenn ihr das lernt, wenn ihr den solide macht, dann werdet ihr auch natürlich es einfacher haben mit einem Mbappé, aber das klappt dann auch mit einem Kolo Muani oder Ansu Fati oder sonst was. In dem Angriff fällt jetzt auch schon das 2-0 für mich. Ihr seht wieder über außen, Vinicius mal mit einem L1-Dreieckball, habe ich da mal meinen Außenverteidiger geschickt. Zack, direkt in die Mitte. Noch einen in die Mitte, Ballannahme, Abschluss in die lange Ecke und der Ball ist drin. So, Spiel Nummer 20. Ihr seht, Freunde, von Anfang bis Ende eigentlich immer wieder dieselben Sachen. Wenn man jetzt mal 5 Sachen zusammenhalten muss. Erstens, damit wir eben in der Abwehr keine Probleme bekommen, die Ordnung halten. Zweitens, Druckpässe, eigentlich fast ausschließlich Druckpässe spielen, damit man sehr, sehr viel Tempo ins Spiel bekommt und eben auch sich von Drucksituationen befreit. Weil je druckvoller der Ball kommt, desto schneller kommt der Ball zu eurem Spieler und desto weniger Zeit hat der Gegner, um drauf zu laufen. Dritter Punkt sind die Übersteiger. Vierter Punkt sind eben die Abschlüsse in die lange Ecke, würde ich sagen. Und der fünfte Punkt sind natürlich auch die, ist natürlich auch die Übersicht. Ja, wo spielt man welchen Pass? In welche Räume läuft man? Und da hoffe ich, konnte ich jetzt mit diesem Video euch so ein bisschen Anteil haben, an was ich denke, wenn ich im Spiel bin. Ihr seht jetzt hier auch wieder, Mbappé läuft. Ich spiele den L1-Dreieckball auf Mbappé. Er bekommt den Ball, ich halte den Ball, ich bekomme den Ball trotzdem. Ihr seht dann aber, ich habe eine 1-gegen-4 Situation. So, ich verliere den Ball. Dann sehe ich, ah, okay, ich habe eine 1-gegen-4 Situation, also gehe ich nicht einfach blind, sondern drücke nochmal kurz L1,
warte, bis meine Spieler nachrücken, zack, leg den Ball rüber, Abschluss, Tor. Und da in die kurze Ecke, weil ich wusste, er wird in die lange Ecke bewegen. So, dann wird es gegen Ende nochmal eng. Er schießt nochmal, in meinem letzten Spiel kommt er nochmal dran auf ein 3-2. Aber da sind sehr, sehr viele Räume. Ich nutze die mit Yaya Touré. Spiel den Ball auf Mbappé, ihr seht, zack, ich gehe wieder rein mit dem Übersteiger. Abschluss in die lange Ecke, der Ball ist drin und hatte auch keinen Bock mehr und quittet. Und so habe ich Rang 1 geholt, Freunde. Das sind eigentlich ganz simple Sachen. Ich weiß, das hört sich einfacher an, als es am Ende vielleicht auf dem Platz ist. Aber versucht mal wirklich, euch an diese Regeln zu halten. Mit Ordnung halten hinten, mit Übersteigern sehr, sehr oft. Ball annehmen, in freie Räume drehen, Übersteiger-Gradlinie. Druckpässe in euer Spiel reinbringen, Ballrollen in euer Spiel reinbringen, die Außen nutzen in eurem Spiel. Und in der Abwehr ganz wichtig, immer die Ordnung halten, die Lücken stopfen. Spieler anwählen, im eigenen Raum des Spielers immer verteidigen. Der Außenverteidiger bleibt da, wo er ist. Der Sechser bleibt da, wo er ist. Und dann werdet ihr hoffentlich auch erfolgreich sein. Schreibt eure Meinung mal wieder in die Kommentare. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr. Und kommt natürlich auch in die Streams. Ich bin raus, haut rein. Ciao, ciao. Einsamer Wolf auf dem Weg ganz allein, denn der Glaube an mich selbst wird mein Wegweiser sein.